Herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenprojekt. Wir spielen Alice Mare, ein kleines, aber feines RPG-Maker-Game, das im Japanischen entwickelt wurde von Miwashiba und vor einigen Jahren wurde es ins Englische übersetzt von Vichy Person. Die englische Übersetzung werde ich mit in der Videobeschreibung hauen und ich müsste gucken, wo ich den Download-Link zur deutschen Version finde. Denn wir spielen dieses Spiel in der deutschen Sprache und das finde ich ganz schön. Denn so kann man in Ruhe vorlesen, man versteht viel mehr und ja, ich kenne Alice Mare schon und dies hier wird kein klassisches Let's Play in dem Sinne. Es ist mehr so eine Art Let's Play, wo ich eben diese Geschichte erzähle von Alice Mare. Und ja, es wird so Walkthrough-mäßig, würde ich mal jetzt meinen. Aber das sollte nicht so schlimm sein und ich sollte nicht so lange reden, sondern jetzt einfach auf Neues Spiel klicken. Und ja, ich entschuldige mich jetzt für einige Verhaspler, die ich haben werde wahrscheinlich. Und ja, wir legen los. Der Frosch ist der Böse, sagte mir die Ameise. Die Katze ist der Böse, sagte mir der Frosch. Aber nein, sagte die Katze zu mir, der schlimmste von allen ist das Kaninchen. Also? So in etwa wird das Leben für dich hier sein. Falls du es nicht verstanden hast, in deinem Zimmer hängt eine Notiz, die es dir nochmal genau erklärt. Niemand wird dich hier um etwas bitten. Es gibt da ein paar Dinge, die zu beachten sind, aber dein Leben sollte hier recht ruhig sein. Also dann, hier, das ist für dich. Du hast ein Notizbuch erhalten. Ein Notizbuch für deine persönlichen Dinge. Verwende es, wann immer du willst, ganz egal, ob für traurige oder lustige Dinge. Schreib einfach, wie du dich gerade fühlst und zeig es mir dann, in Ordnung? Einige der Kinder kritzeln einfach darin herum, aber das geht für mich auch in Ordnung. Das wäre dann alles. Es bleibt noch etwas Zeit bis zum Abendessen. Du solltest dich den anderen vorstellen. Du findest eure Zimmer direkt links von hier aus. Sie sind allesamt gute Kinder. Es wird vielleicht eine Weile dauern, aber ihr werdet euch bestimmt gut verstehen, da bin ich mir sicher. Oh, ich habe mich selbst noch gar nicht vorgestellt. Sag einfach Lehrer zu mir. Es ist schön, dich kennenzulernen, Ellen. Yay! Und das sind wir auch schon im Spiel. Ich habe das Gefühl, dass der Ton hier viel zu laut ist. Ja, wir sind der kleine Ellen, der jetzt hier irgendwie angekommen ist und mit anderen Kindern in diesem Anwesen lebt. Wir sprechen die Lehrer noch einmal an. Du solltest dich noch den anderen vorstellen. Komm wieder zu mir, sobald du fertig bist. Du kannst dir gern auch die anderen Zimmer ansehen. Das werden wir gleich machen. Ja, das ist die ganze Steuerung für Tastatur und Gamepad. Ich spiele das auch diesmal mit der Tastatur und der Hoffnung, dass ich die ganzen Regale hier einigermaßen treffe. Hier sind verschiedene Sammlungen, eine Sammlung von verschiedenen Büchern, so rum. Lazy, lernen reden und lesen. Nein, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal raus. Wir können hier nicht rein. Wir können uns jetzt hier in Ruhe umschauen und das ist hier das Esszimmer. Ziemlich groß. Hier ist eine Tür, die leider abgeschlossen ist. Leider, leider. Es ist warm. Ja, es ist wirklich warm. Ein eigenartiges Muster, was mich irgendwie so ein bisschen an eine Landkarte erinnert, aber gut. Ich hoffe nur, dass ich hier mit der Steuerung einigermaßen klarkomme, weil ich muss hier mit rechts steuern und ich steuere normalerweise mit links. Ein Telefon. Ja, wir können jetzt hier oben noch hin. Da haben wir hier einen Raum. Ein großes Durcheinander von Büchern über die verschiedensten Themen. Und es ist dann überall das Gleiche. Und ja. Das Modell eines Schmetterlings. Ich muss mal kurz hier gucken. Okay, das ist wirklich in dem Raum dasselbe. Es gibt einen Raum, da gibt es einen Artikel. Und das dürfte hier in der Bücherei sein.
Den möchte ich doch erst mit euch lesen. Ich muss nur überlegen, wo der lag. Viele komplizierte Bücher. Bücher über Krankheiten? Ja, und hier sind dann viele Bilderbücher Seite an Seite gereiht. Und ich glaube, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, müsste hier dieser Artikel sein. Genau, da liegt eine Zeitung. Und ich müsste noch mal kurz das Mikro richten. Entschuldigt bitte, wenn das hier ein bisschen rascheln sollte. Bum, bum, bum. Eine seltene Krankheit mit dem Namen Altraumsyndrom beginnt sich immer weiter auszubreiten. Erkrankte sind nicht mehr fähig, aus eigener Kraft zu erwachen. Hauptsächlich Kinder sind von der Krankheit betroffen. Der Ursprung des Namens kommt daher, dass Erkrankte scheinbar von einem Albtraum geplagt werden. Viele Forscher haben versucht, die Krankheit zu erklären, dennoch gab es bisher noch keinerlei konkrete Informationen oder mögliche Behandlungen zur Heilung dieser. Die Eltern der Betroffenen sind in Tränen aufgelöst, während... Was? Da fehlt doch was. Ja, das erklärt vielleicht so ein kleines bisschen den Titel dieses Spiels. Viele Lexika haben mit Bildern Seite an Seite gereiht, ja. Sonst gibt es ja leider nichts weiter zu lesen. Deswegen geben wir uns jetzt mal den anderen vorstellen. Okay, hier drüben findet mir nichts mehr außer einen großen Flur und hier steht nur Zimmer 101 und ja, keine Ahnung. Scheint das Schlaf... Nee, ist nicht das Schlafzimmer vom Herrn Direktor. Ich frage mich, warum man in einige Räume nicht rein kann. Das ist manchmal doch ein bisschen ärgerlich. Okay, hier sind die ganzen Zimmer. Und ich würde mal sagen, wir fangen hier an bei Stella. Hallo Stella! Bevor wir sie anreden, möchte ich euch mal kurz was zeigen. Hört bitte genau hin! Ellen hat einfach mal Klavier gespielt. Hallo Stella! Sie spricht nicht. Oh, das ist seltsam, dass du sprechen kannst. Vielleicht, weil du dich nicht wirklich lebendig anfühlst. Also Ellen, ich bin Stella. Kann auch noch was sagen? Ja, ich mag keine lebendigen Menschen. Aber die Leute hier, sie fühlen sich nicht so an. Und neben ihnen scheinst du am wenigsten lebendig zu sein. Huch, vielleicht ist es nicht das, aber irgendwas an dir ist anders. Hey, das war ein Kompliment, ja? Eines Kompliment. Sehr nett, Stella. Sehr nett. Und wir sind jetzt bei Joshua. Und das ist so ein kleiner Frechdachs. Ha, 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 ha. Ich habe was vergessen. Nochmal zu Stelly. Stella. Regeln. Vermeidet außerhalb eurer freien Zeit, eure Zimmer zu verlassen. Toilettengänge sind okay. Nehmt keine Dinge aus anderen Zimmern. Macht nichts kaputt. Falls mal etwas kaputt gehen sollte, erzählt es dem Lehrer. Bricht nicht in verschlossene Räume ein. Wendet keine Gewalt bei anderen an. Erzählt dem Lehrer von allem, was euch bedrückt oder was ihr möchtet. Ganz unten ist eine kleine Zeichnung. Sie sieht aus wie ein Zebra. Ja, das habe ich jetzt mit Absicht. Hier haben wir nochmal einmal Joshua. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zu der Zeichnung. Es sind dieselben Regeln, bloß dass er ein Löwe hat. So, komm mal her, Joshua. Yo, ich bin Brown. Oder Moment, war es Markus? Könnte auch Nico gewesen sein. Ellen, hä? Oder war es Helen? Nun ja, nett dich kennenzulernen. Mein Name? Er schon. Draußen im Garten gibt es ganz viele Frösche. Außerdem auch Spinnen, Schnecken und ganz viele andere Viecher. Der Lehrer passt nicht so gut auf, also lege ich sie ihm gerne auf seine Schulter und so. Ja, er ist ein kleiner Frechdachs. Also, Jaycee, oh, die ist ganz süß, glaubt mal. Guck mal, sie hat ganz viele Teddys hier rumliegen. Wir gucken erst einmal, was sie ein Tierchen hat. Sie hat eine Katze. Njam, Seelenverwandte. Ja. Nein, Jaycee. Ich bin Jaycee. Schön, dich kennenzulernen. Hey, sprich mit mir. Okay, sie ist schüchtern. Sie ist definitiv sehr, sehr schüchtern.
Lady und Rick. Ja, Zwillinge. Doch sehen wir hier nur eine Person. Und wir lesen uns erstmal wieder die Regeln durch im Schnelldurchlauf. Und sie hat eine Taube. So, komm mal her, Stella. Huch, die sehe ich zum ersten Mal. Ach, du bist derjenige, den der Lehrer erwähnte. Ich bin Letty. Das Zimmer hier gehört auch Rick, aber er ist gerade nicht da. Er ist wirklich sehr nett. Und du bist Ellen. Es wäre bestimmt lustig, wenn wir mal zusammen spielen würden. Schön, dich kennenzulernen. Ja, das war... Und das ist unser Zimmer. Ja, wir haben hier ein Bücherregal mit einer Sammlung verschiedener Bücher und wahrscheinlich auch komplizierten Büchern. Gefüllt mit deinen Anziehsachen. Und wir haben auch solche Regeln und wir haben das Kaninchen. So, wir haben uns jetzt allen vorgestellt. Sprich, wir müssen wieder zurück zum Lehrer. Oh, ich liebe die Musik. Wie sehr hast du dich den anderen vorgestellt? Wie lief es? Ich verstehe. Ich bin froh, dass du mit ihnen auskommst. Du kommst gerade rechtzeitig zum Abendessen. Lass uns in das Esszimmer gehen. Also, was sagt man? Vielen Dank für das Essen, Lehrer! Also dann, kehrt in eure Zimmer zurück und macht euch Bett fertig. Wenn ihr euch noch etwas unterhalten wollt, könnt ihr die anderen noch in ihren Zimmern besuchen gehen. Aber geht nicht nach oben. Ihr seid entlassen. Das hört sich auch komisch an. Du scheinst dich nach so kurzer Zeit schon gut zurechtzufinden. Was machen deine Erinnerungen? Ich verstehe. Also, nein, zwing dich nicht dazu, dich zu erinnern. Lass dir Zeit. Ich bin mir sicher, dass du dich noch an alles erinnern wirst. Sag, möchtest du irgendwas? Ich kann dir alles kaufen, was ich mir leisten kann. Nun, das kann ich dir leider nicht geben. Das ist nichts, was man sich einfach so kaufen kann. Entschuldige, ich werde es im Hinterkopf behalten. Also, ich werde dir ein paar neue Bücher kaufen. Du liest gerne, nicht wahr, Ellen? Ich bin beeindruckt, wie viele Worte du bereits verstehen kannst. Dein Lehrer ist nicht so schlau. Ich verstehe komplizierte Dinge nicht so schnell. Oh, schon gut. Ellen, wenn ich dir erzählen würde, dass es eine Welt geben würde, die anders ist als unsere, würdest du mir glauben? Nein, es ist nur ein Märchen. Aber würdest du je in eine solche Welt eingeladen werden, würde ich dir empfehlen, die Tür zu dieser anderen Welt nicht zu öffnen. Also dann, geh zurück in dein Zimmer. Ich muss noch abschließen. Geh früh ins Bett. Ja, wir werden aber nicht früh ins Bett gehen. Tut mir leid, lieber Lehrer. ist er hier in sein Zimmer? Nein. Wir gehen mal noch nicht nach oben. Wir sprechen kurz mal mit den anderen Leuten. Ich würde mal sagen, ich fange mal hier an. Joshua als letztes. Letty und Rick. Ach ja, gründlich. Und jetzt haben wir hier jemand anderes stehen. Schön, dich kennenzulernen. Nein, das ist unser erstes Treffen. Wir sehen uns recht ähnlich, aber ich bin nicht Letty. Mein Name ist Rick und du bist Ellen, stimmt's? Sie hat mir von dir erzählt. Wenn Letty schlafen geht, passe ich für sie auf das Zimmer auf. Naja, es ist ein wenig anders. Also, schön, dich kennenzulernen. Sagst du was? Letty schläft gerade. Immer wenn ich ihr hier bin, schläft sie gerade. Oha. Chasey! Knuffi, Knuffi! Hä? Sie spricht nicht. Okay, dann wird das unterschiedlich getriggert, habe ich das Gefühl. Hä? Joshua sagte etwas von Stimmen, die von oben kommen würden. Aber er lügt sowieso immer. Am besten du glaubst ihm kein Wort von dem, was er sagt.
Wie auch immer, du solltest bald schlafen gehen. Der Lehrer ist unheimlich, wenn er böse wird.